Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind hier im Schattenwald stehen geblieben. Hier haben wir die linke Seite haben wir erledigt. Fehlt nur noch geradeaus und ganz rechts. Ich werde zuerst mal geradeaus gehen und gucken, was sich da so alles verbirgt. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, DayZ fängt wieder an. Yay, Felsbrocken wird benötigt. Was? Ein bisschen hört sich das an, als würde ich auf so Baumstümpfen laufen. Sinnlos voraus, deshalb versucht ringen. Ja, hier kommt man eigentlich bloß erst hin. Roter Tränensteinring. Ich glaube, das versteckt einen Angriff, wenn man wenig Lebenspunkte hat. Ja, hier benötigt man entweder einen Ring oder 1 Million Seelen. Ja, kein Witz. Ring wird benötigt. Ja, ich weiß. Aber ich will es den Zuschauern trotzdem zeigen. Und zwar hier. Drang Lake. Richtung Drang Lake kommt man erst, wenn man, wie gesagt, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Ja, den Ring hat. Ansonsten 1 Million Seelen für die Leute, die zum Beispiel New Game Plus machen und nicht alle Seelen ausgegeben haben. Die können dann sofort hierher, ohne überhaupt ein paar Bosse besiegt zu haben. Was, wie ich finde, ziemlich cool ist. Entweder sind viele Leute on oder das ist alles getürkt. Wegen den Geistern. Da guckt, überall. Überall laufen sie rum. Überall. Ah, jetzt habe ich... Moment, Leute, ich habe auf 30 FPS eingestellt. Ich stelle das mal wieder kurz um. Sorry. So, da sind wir wieder. Auf 60 FPS umgestellt. Nimmt aber trotzdem irgendwie nicht mit 60 auf, sondern nur mit 40. Das heißt, ich... Ist egal. Ist egal. Okay, hier in diesem Wald übrigens... Oh Gott, ich hasse es hier. Ja, seht ihr? Jetzt sieht man so gut wie gar nichts mehr. Und hier sind so unsichtbare Krieger. Ohne Spaß. Wenn man hier nicht aufpasst, ist man schneller tot, als man denkt. Man hört hier sogar ein bisschen was. So ein leichtes Dröhnen. Hallo? Hallo? Tut mir nicht weh, bitte. Bisschen umgucken, weil man könnte eventuell ja doch was sehen. Einfach schnell rennen. Oh. Da ist ein Item. Seele eines stolzen Ritters. Da vorne ist auch noch ein Item. Und da hinten sieht man es ganz leicht. So ganz kleine Schemenränder hinten rum. Nee. Gibt's hier noch irgendwas? Jawohl. Ein Feuersamen. So, und dann... Na, wirst du wohl. Hier, seht ihr diesen Kopf da? Da liegt ein Kopf. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky. Thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away.
alle new things every. Alles klar. Er will uns bloß. Ah! Geste lernen. Ja, Kopf ab, Geste, so. Der wollte uns eigentlich bloß gerade weiß machen und klar werden lassen, dass sein Körper unterwegs ist. Ring des Seelenheils. Ah. Zerstörungsgroßpfeil. Blitzurne, Goldharz, auch nicht schlecht. Und Zauberbarriere. Ah, das ist nicht. Das ist cool. Komm, zwei Stück. Mehr können wir sowieso nicht. I cannot lie. Na gut. Ja, alles klar. Moment, vielleicht. Irgendwann kriegen wir auch seinen Kopf, das weiß ich aber ab wann. Back again. I was born in. When I was born. Eventually. I've been a. All heaven. What a. I am grateful. But. Thank you for. Here. Take these. Genau, Vengals Helm. Dafür, dass wir uns seine Geschichte angehört haben. Er ist quasi ein Deserteur, mehr oder weniger. Er war damals zu Kriege unterwegs. Hier, das Ding haben wir bekommen. Yeah. Wir können es leider nicht tragen, diesen tollen Tiger-Drachen-Kopf-Verschnitt. Aber wir haben's. Steht hier, ein enges Gebiet, aber Loch voraus. Was? What? Oh Gott, hier ist es ja so düster und ich sehe einfach mal einen Hauch von nichts. Aber das kriegen wir schon hin. Hier würden wir zum nächsten Gebiet, glaube ich, kommen. Ja. Würden wir. Schaut mal an diesen. Den hier. Volles Gesicht. Und das Ding gibt Geräusche. Das ist doch schön, oder? Da ist eine Kiste. Und da ist jemand. Aua. Nein. Aua. Aua. Heilen, heilen, heilen. Ich hab dich haargenau gesehen. Wo bist du hin? Oh mein Gott. Schnell. Pfeif auf die Spinner. Kriegen wir schon hin. Vorsicht vor dahinter. Ja, ja. Da kommt er. Alter Schwede. Nicht, dass da noch einer kommt. Weil ich hätte gern schon alle Items. Chloranti Ring plus 1. Ja, dann könnten wir mal auswechseln. Weil wir haben ja einen an. So. Erhöhte Ausdauerregeneration. Das ist doch super. So, jetzt müssen wir es nur schaffen, hier zu überleben. Hier ist noch einer. Ja, erwischt. So, schnell an die Kiste. Bevor uns noch irgendwas erwischt. Ring der alten Sonne. Okay. Da waren aber noch Items. Ich weiß es haargenau. Wenn es hier nicht so finster wäre, würde man vielleicht sogar was sehen. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Aua. Aua. Du Sau. Uhuhu. Schnell die Kiste. Komm schon. Mach mich nicht traurig. Klarer Blausteinring. Ja. Oh, hier werden wir verflucht. Nein. Verflucht sein ist nicht cool. Gelbes Kraut. Oh Gott, das sind so viele. Ich hab dich haargenau gesehen.
Oh Leute, hier ist irgendwo noch ein Item, ich weiß es. Ich weiß nur nicht ja genau wo. Wisst ihr was? Was soll's? Weg hier! Oh, das ist nicht cool. Eieieiei. Daneben, Gott sei Dank. Schön links halten, das weiß ich. Das weiß ich sogar zu Genüge. So. Oh, wenn das nicht so finster wäre. Jawohl, geschafft. Wunderbar. Pfeife auf das eine Item. Mann, Mann, Mann. Geschafft. Yay. Und hier ist irgendwo sogar ein Leuchtfeuer. Pass auf. Leuchtfeuer. Supi. So, dann können wir uns mal den alten Sonnenring ansehen. Wenn ich erfahre, wo er war. Ja, der war nämlich genau... ja, wo war er denn? Hier? Nee, Moment. Ring, des Ring der alten Sonne. Explodiert an der Schadensgrenze. Das heißt, wenn wir Schaden kriegen, dann macht das Boom. Ja, kein Witz. So, wir könnten hier hoch. Da ist ein Item sogar. Schimmender Lebensstein. Wir könnten sogar darüber springen, aber da kommen wir, glaube ich, nicht weit. Irgendwie so, was war das doch? Und dann könnten wir sogar hier rüber springen, glaube ich. Ah, nee, würde ich nicht versuchen. Nee, nee, lass mal. Lass mal, nee, nee. Wir springen nirgends hin. Doch, wir springen auf die andere Seite rüber. Oh Gott, das kriege ich doch niemals hin. Wow, das war ein Sprung, Leute. Habt ihr das gesehen? Da hinten geht's, glaube ich, auch noch... Nee, geht's nicht, oder? Kann ich da hinten... Ah, da komme ich her. Oh, nee. Nein, geh weg. Die Dinger können einen versteinern. Das ist ziemlich uncool. Okay, hier ist nichts mehr weiter. Zählen des tapferen Kriegers und Dämmerungskraut. Wunderbar. Hat sich ja noch nicht mal gelohnt. Hier könnten wir einen Duftzweig anwenden. Dann könnten wir hier durch. Nein! Oh nein! Oh verdammt, Ring der Lebenssicherung beschädigt. Yep. So viel dazu. Na super. Auch noch gestorben, ganz, ganz elend. Durchs Fallen. Aber wir wollen uns mal wieder... Wir ziehen mal den da an, oder? Ja, komm, wir ziehen den da an, weil wenn wir Schaden kriegen, explodieren wir und dann macht's Boom. Darüber könnte man springen. Ja, darüber könnte man springen. Habe ich noch Pfeile? Ja, das ist gut. Ja, das war fast gut. Ach komm. Oh ja, wirklich? Oh, kriege ich die nicht mit Pfeilen kaputt? Oh, das ist mies. Das ist mies. Wir dürfen nicht verflucht werden. Nein, nein. So, ich glaube, wir hätten es sogar schaffen können, da reinzuspringen. Denn hier kann man nämlich den nächsten, sagen wir mal, Händler für Seelen mit Waffen und sowas finden, ne? Und hier ist noch so eine Statue. Ja, diese Statue, glaube ich, müssen wir befreien, dann kriegen wir einen Schlüssel. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Bitte schreibt mal, weil ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Daniel, vor allem du weißt ja, ne? Komm, jetzt versuchen wir es mal. Sag ich doch, das geht. Es geht gut. Und hier finden wir auch einen Konvenant. Übrigens nicht durch diese gelbe Flecken laufen, weil die zerstören eure Ausrüstung. Oh oh, jetzt wird's lustig. Sind wir überlastet? Ja, wir sind durch den Ring überlastet.
Oh nein. Die klingen ein bisschen wie Tauben. Aua. Seht ihr, er hat Bumm gemacht und er ist tot. Boah. Finde ich gut. Das heißt aber, wir müssen trotzdem einen anderen Ring anziehen, damit wir nicht überlastet sind. Ja, ich glaube, das war's dann mit dem Ring. Ja, haha. Wir könnten den anziehen, dafür könnten wir dann vielleicht eine bessere Waffe. 77, was ist mit dem Großschwert? Auch, okay. Ja, das ist schlecht jetzt, ne? Das ist jetzt richtig schlecht, aber ich will den Ring nicht tragen. Lieber nehme ich mehr Seelen mit. Ach komm, jetzt hör auf. Bitte Steuerkreuz. Ach, das geht ja nicht. Lass mal überlegen. Ach, jetzt habe ich den Kloanti-Ring plus 1. Ja, der muss aber. Und dafür nehmen wir... Können wir beide davon? Nein, schade. So. Begrenzt Trefferpunkteabzug. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Erlaubt eine Aufnahme. Aha. Komm, wir erhöhen die Abwehr. Die Abwehr, Entschuldigung. Ach, ich glaube, da brauchen wir ja den Schlüssel, ne? Verdammt! Aua. Ja, und da kommen wir auch nur durch... Da, hier ist das mit dem Konvenant. Da kommen wir aber noch hin, das werde ich euch noch zeigen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einmal komplett wieder... Lalalalalalala. Und am besten einmal ins Feuerchen, wegen der Rüstung. Aber wir machen hier erstmal einen Schnitt. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Dark Souls 2. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.